So, hallo Leute, willkommen zurück zu Goldenstand 2, die vergessene Epoche. Wir sind im Jupiterleuchtturm stehen geblieben. Wollten wieder hier hoch, den blauen Schlüssel haben wir noch nicht. Gut, weil ich habe den Part gerade schon mal aufgenommen gehabt, aber dann kam meine Mutter rein und... naja, dann war alles eigentlich, ja, eigentlich noch in Ordnung. Aber der Teil, also dann habe ich halt praktisch unterbrochen und noch den zweiten Teil rangefilmt. Und im zweiten Teil hat es dann übel angefangen loszurauschen. Und, ja, war da nicht toll. Es war wirklich gar nicht toll. Jetzt gehe ich erstmal nur hier runter. War eigentlich überflüssig, dass ich das linke Zeug da gemacht habe. Denn ich will jetzt noch den Schlüssel. Genau, hier ist ja der blaue Schlüssel. Wenn alles gut läuft, kann ich jetzt aber auch sogar Zeit sparen. Weil ich halt einen Teil schon gemacht habe. Praktisch den ganzen Part. Das heißt, ich könnte gut Zeit sparen und alles ist cool. Ich hole mir am... Ach nee, mach ich auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg hole ich mir den Schatz da. So. Erstmal wieder hier hoch und... Ach, Monster, das ist ja süß. Zack. 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 Müssten eigentlich tot sein. Ja, genau. Tot und der ist auch tot. Schön verbrannt, Alter. Yeah. So, also... Nein! Also man muss... Nein! Also man muss zuerst hier den Weg gehen. Dass man dieses Ding hier richtig schiebt. Denn somit öffnet sich die Tür, die unten ist. So, ist das erledigt. Kann man hier schön lang gehen. Sich rüber Luft kassinieren und dann kann man hier schön runter. Die Tür ist offen. Oh nein! Na, ich... Ja, Leute, sorry für die Hektik und so, aber das kommt eindeutig davon, dass ich den Part gerade zum zweiten Mal aufnehme und einfach keinen Bock mehr habe. Nee, jetzt beruhig dich. Goldenstern macht Spaß. Goldenstern ist eines der Lieblingsspieler. Also strengst du dich jetzt an. So, Nils hat gerade mit Nils geredet. Er wird sich jetzt anstrengen. Er gibt sich Mühe. So, aufpassen und hoch. Jetzt kann ich nämlich hier raus. Und da haben wir auch gleich unser kleines Mini-Rätsel, welches den Mechanismus auf der linken Seite auslöst. Und blopp. Zack, da wird praktisch ein Pfeil geschossen. Schießt diesen Engel ab, er fliegt hoch. Wenn wir das jetzt noch auf der zweiten Seite machen, können wir das Leuchtfeuer entfachen. So, um möglichst schnell auf die... Ach fuck, nee, das war jetzt kacke. Jetzt habe ich ja diese Kiste da nicht mehr geöffnet. Wobei da nur Nebeltrank drin war, also kann ich eigentlich auch drauf verzichten. Jedenfalls, komme ich jetzt einen schnelleren Weg lang, denn wir haben hier ja schon so eine Abkürzung am Anfang geschaffen. Und, ich müsste praktisch den ganzen Weg zurücklaufen, wenn ich jetzt nicht Rückzug eingesetzt habe. Aaron erreicht übrigens Level 32. So, jetzt kann ich nämlich hier in diesem Raum... Wie war denn das nochmal? Ach ja, genau. Genau, dann kann ich jetzt hier durch. Das Zeug hier muss ich schnell... anmachen, hier indem ich das Ding da rauf schiebe. Habe ich ja vorhin gesagt, das fängt dann an zu fliegen, genau. Und nun kann ich ganz gechillt drüber hopfen. Hopfen. drüber hüpfen. Zack. So, Monstertypis haben sie ja schon lange nicht mehr blicken lassen hier, wa? Staunlich, ja. Ne, kann ich ja mal hoch. Euch Verschieber und nein, nicht versenden, nein. Verschieber, so. Jetzt habe ich auch hier den Fluss geschaffen, vollendet und was weiß ich. Kann dann hier hoch und jetzt wird es noch cooler, dann kann ich hier rein. Und dieser komische Strahl, der schießt mich dann praktisch nach oben. Richtig cool. So, wollen wir mal gucken. Gehen wir hier lang. Und... Dann, zum Glück, also vorher bin ich hier einfach nur aus Interesse zuerst runter. Aber man muss wirklich zuerst da runter. Also praktisch Zyklone einsetzen und hier runter. Und hier gibt es noch was zu erledigen. Und das habe ich halt vorher unbewusst getan, aber war dann sehr glücklich, dass ich es halt getan habe. Denn hier ist so eine Art Antenne, die muss man da erstmal reinschieben. Dann passiert gleich was. Hä, was ist jetzt los? Oh boah, scheiße! Genau, dieser Blitz hat jetzt praktisch die Energie hier aktiviert, wodurch ich dann auf die andere Seite kommen kann. Also war es richtig. Tja, im Part davor war der Überraschungseffekt doch ein bisschen geiler. Ich bin runter, hab mir gedacht, oh scheiße, du bist falsch, Nils. Und dann kommt halt dieser Blitz und dann bin ich voll abgegangen vor Freude.
Also, ja, dieser Überraschungseffekt ist jetzt leider nicht mehr da. Dankeschön, liebes Headset, was alles versaut hat. Also wird Zeit, dass ich mir mit dem neuen PC dann auch gleich irgendwie ein neues Headset zulege. Naja. Also erstmal hier hochdüsen. Kann ich wieder nach rechts. Dann würde ich sagen, öffnen wir einfach mal die blaue Tür. Und fühlen uns cool dabei. So, da ist ein blauer Schlüssel. Den Psy-Kristall, den gebe ich dann nicht benutzen. Nicht benutzen. Geben. Cosma. Kann ich hier durch. Und dann Luftkissen und das Ding. Jetzt schießt uns gleich mit dem Wirbelsturm rüber. Sehr cool. So. Ja, Vivern, der freut sich. Weil er tot ist. Noch nicht, aber jetzt so. Bäm, richtig weg. So, hier haben wir die rechte Seite. Und hier haben wir auch gleich einen Djinn. Ja, voll scheiße, Mann, ey. Vorher, als ich das erstmal hier war, ich habe ja voll vergessen, dass hier ein Djinn war. Und oh, voll wieder der geile Überraschungseffekt. Und jetzt ist alles kaputt, weil diese Scheiße hier nicht funktioniert hat, Mann. Naja, kann man nichts machen. Und ich sehe gerade mein Handy-Akku, der lässt ziemlich stark nach. Ich muss spätestens beim nächsten Part, wenn ich den jetzt direkt anschließend hier an dem aufnehme, dann sollte ich zumindest Ladekabel, USB-Kabel, irgendwas reinstecken. Ich brauche meine Stoppuhr, ne? Sonst mache ich nachher nur 10 Stunden statt 15 Minuten. So, jedenfalls muss ich jetzt den hier reinschieben, um diesen Block da hinten zu aktivieren. Dann kann ich hier lang. So, kann ich hier Hammer einsetzen. Und die Dinger, die da, die Blöcke, die ploppen erstmal raus. Ist ja schon mal ganz cool. So. Dann kann ich mit Hilfe von Verschieber die Dinger hier lang schieben. So. Nein! Oh, shit. Das war ja klar. So. Ja, so ein kleiner Fail nebenbei, der kann ja auch mal sein. Ach, voll krass. Vorhin hatte ich, war ich hier bei 12 Minuten oder so. Und jetzt habe ich doch so massenhaft viel Zeit. Alles nur, weil ich jetzt weiß, was zu tun ist. Mann, du scheiß Überraschungseffekt, der nicht mehr da ist, ey. Nee, war schon geil, als ich hier reinkam und den Djinn gesehen habe. Und dann, boah, geil, Djinn! Naja, holen wir uns jetzt den Djinn. So, Luftkissen. Zack, und hallo, Djinn! Er ist sauer, er ist richtig sauer. So, Echo, Kern, Blitz und Frische. Zack, zack, oh, Feier. Felix macht erstmal 400 Schaden, Jenna macht 200. Und ja, schon ist er besiegt. Cosma reicht Level 32. Und wir bekommen den nächsten Jupiter-Djinn. Der Jupiter-Djinn Wirbel folgt Cosma. Genau, Wirbel macht Cosma erstmal zum Zauberer. Und ja, wir sehen, ihre Werte steigen richtig krass. Zwar keine neue Synergie, aber egal. Die Werte steigen übel doll und das ist schon mal gut. Und atme tief ein und schlag zu. Also auch wieder ein Angriff-Djinn. Soll ja auch mal praktisch sein. So, hauen wir immer hier Mr. MC Hammer und so. Und können wir ganz stylisch eigentlich auch ohne Verschieber einzusetzen hier immer so lang machen. Ach, ich mag das, wenn ich Verschieber nicht einsetzen muss. So, hier schön lang schieben. Zack. Und dann kommen wir hier hoch. Hurra, hurray. So, was haben wir hier? Ein weiterer großer Raum. Ich glaube, ich kann hier einfach mal ganz cool den hier machen. Dann kann ich das Ding hier einfach mal weiterschieben. Genau. Ist schon richtig so, wie ich mir gedacht habe. So, jetzt muss ich erstmal hier einen richtigen Weg schaffen. Und ich will natürlich dran. Ja, ihr kriegt das schon hin, also keine Sorge, Leute. Bin ja doch nicht ganz doof. Wobei, manchmal, ne? Zack. So. Schieben wir den noch da hin. Und dann schieben wir den noch an diese eine nette Stelle da. So, zack.
kann ich jetzt eigentlich wieder hoch. Dann müssen wir das Ding hier einmal runter verschieben, mit Verschieber natürlich. Und können dann den Fluss wiederherstellen, wodurch die ganzen Blöcke fliegen, bzw. schweben. Und dann kann ich da richtig cool gechillt langkoppeln. Zack, zack. So, wehe, hier ist eine Schule drin, ne? Lebenswasser. Coolness hält sich in Grenzen. Aber besser als nichts. Von daher. Einverstanden. So, ich glaube, jetzt müsste alles wieder. Ja, jetzt ist alles wieder so, wie es ursprünglich war. Sehr geil. Denn jetzt spare ich auch, glaube ich, sogar ein bisschen Zeit. Wenn ich alles richtig bedacht habe. Jetzt muss ich nur alles so hinschieben, dass wir praktisch ans Ende von diesem Raum kommen. Ich sag ziemlich oft praktisch, oder? Ja, praktisch sage ich ziemlich oft praktisch. So, da kommen wir rauf, dann müssen wir da. Jupp, alles klar. Zack. So, machen wir erstmal den hier. So, dann nehmen wir den. Yeah, nein, och, Felix, was machst du denn? Egal, passt schon. Zack. Nehmen wir den Block. Dum, 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 dum. Ja, los, komm, Felix. Du faule Sau, du. Aber habe ich jetzt eigentlich, zumindest bis zum jetzigen Part, habe ich das eigentlich nicht erwartet, dass hier ein Jupiter-Gen ist. Deswegen war ich auch sehr positiv überrascht. Ist ja auch mal wieder was Schönes. So ein Djinn in freier Wildbahn hier im Turm eingesperrt. Nicht frei, auch nicht in der Wildbahn. Ah, der arme Djinn. So, Verbindung hergestellt, wir können rüberhoppeln. Alles ist geil. Ui. Was ist denn das? Ja, nee, da ist, glaube ich, Abkürzung, um zurückzukommen. Oder auch nicht. Oder doch. Monsters! Monsters, ein blauer Drache! Wenn das keine Überraschung ist hier, das ist doch auch mal was Schönes. Ein toter blauer Drache. Wachachachacha. Auch der Wilbern ist tot. Schön viel XP für meine kleinen Mädchens. So, immer weiter. Nein! Warfail. Ich muss ja mal gucken hier irgendwie von wegen. Da! Da! Fies! Nee, ist jetzt echt fies und so. Nein! Ich glaube, ich muss einfach das Ding. Genau! Zack! Ja! Hier war nix. Na, sieht doch gut aus. Was war hier? Na, ich will jetzt wissen, was da ist. Macht Platz, ihr Monsters. Ich hasse euch, Monsters. Zack, 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 tot und Kanone, bam! Hitzeschmetterer tot. Alle Gegner sterben. Hier war auch nix. Können wir hoch. Ach nee, nicht der Raum. Ja, das ist eigentlich der krasseste, härteste Raum. Ich muss nur mal eben schnell gucken. Wo hier... Ja, hier ist die Kiste. Genau. Bop! Genau. Genau. Muss man aufpassen, hier ist auf jeden Fall ein richtig geiles Schwert. Also, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geiles Schwert. Nein! Mist, ich hab gedacht, ich kann eventuell... Wobei, ich könnte ja auch mit Glück vielleicht... Weil so schwer ist es doch gar nicht. Wieso stelle ich mich denn so an? Ich kann eigentlich zack. Kann ich hier... Nein! Klappt also nicht. Ja, okay. Ist klar. So. Ja, hat geklappt. Warum nicht gleich so? So. Phaeton heißt es. Und, oh, das Ding ist so krass. Entfesselt Lumina-Welle. Yeah, oh, das Ding... Ach, das Schwert wird euch so gefallen, Leute. Beziehungsweise, wenn es aufheult, wird euch der Effekt gefallen. Die Fähigkeit ist so geil.
So, dann probiere ich mal noch schnell zur anderen Seite hier zu kommen. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn es klappt. Zack, nein! Ja, okay, einmal... Obwohl. Nee, ist so spät, ich mache schnell den Kampf zu Ende und dann versuche ich nochmal. Zack, tot. Und auch der ist tot. So, sehr schön. Ich muss sagen, weil ich halt den Part schon einmal gefilmt hatte und nochmal filmen musste, habe ich wirklich viel erreicht. Und ja, Leute, einfach mal hoffen, dass im nächsten Part dann alles gut ist und wirklich alles ohne Rauschen ist, weil dann macht es auch sehr viel Spaß, wenn ich nicht immer alles neu filmen muss. Also gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.